begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel FSV Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Ich begrüße auch unsere Gäste in der Business Lounge und in der Mainova dabei sein Lounge, sowie die beiden Trainer hier oben für den FSV Frankfurt, Hans-Jürgen Boysen, und für die Gäste aus Düsseldorf, Norbert Meyer, den ich auch gleich zu Beginn bitte, sein Statement zum Spiel abzugeben. Ja, ich werde mich heute ganz kurz fassen. Riesenkompliment an unsere Mannschaft. Intern wird jeder wissen, was ich damit meine. Dankeschön. Danke, Herr Meyer. Und das Statement zum Spiel von Hans-Jürgen Boysen. Ja, man kann sich vorstellen, dass wir natürlich alle zusammen sehr enttäuscht sind, wie wir diese englische Woche abgeschlossen haben. Aber nicht enttäuscht, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben, sondern enttäuscht, weil natürlich ist es nicht schön, wenn man verliert, aber der Trainer beäugt, auch wenn es viele natürlich gerne anders sehen und immer wieder nach Nischen suchen, das eine oder andere in den Raum zu stellen, hinein zu interpretieren und zu unterstellen. Das ist nicht der Ansatz, mit dem ich mich beschäftige, sondern vielmehr mit dem, was auf dem Platz passiert. Und da stelle ich fest, dass wir in Hamburg ein gutes Spiel absolviert haben, und bitter verloren, in Stuttgart verdient verloren haben, eine starke zweite Halbzeit gespielt und heute bis zur 66. Minute mehr oder weniger alles richtig gemacht haben. Sicherlich stand es zu diesem Zeitpunkt schon 2-2 und man kann sicherlich auch, das werden andere auch tun, über die Entstehung, über den Abschluss, über das Zustandekommen der Gegentreffer diskutieren. Aber die Mannschaft hat bis dahin fußballerisch, läuferisch, insbesondere aber von der taktischen Vorgabe alles richtig gemacht. Und diese Linien ab der 66. Minute oder diese erste Situation dazu unsere taktische Linie verlassen. Und das war das, was mich am heutigen Tag wahnsinnig geärgert hat. Wir haben damit in die überragende Qualität von Düsseldorf reingespielt. Sie sind nicht nur immer gefährlich, sondern sie beherrschen wie keine zweite Mannschaft das Umkehrspiel, die Kontersituation, die sie großartig ausgenutzt haben, und dann ist natürlich auch nicht nur die Niederlage, sondern diese Höhe sehr, sehr bitter, die es dann auch wieder für das nächste Heimspiel zu verarbeiten gilt. Aber ich denke, die Mannschaft hat trotz allem den letzten drei Spielen genügend richtig gemacht, um zu wissen, dass es auch anders geht. Und man darf auch nicht vergessen, auch wenn natürlich Düsseldorf aus den bekannten verschiedensten Gründen nicht optimal aufgestellt war, so viel Qualität in ihren Reihen haben, dass sie zu Recht zu der Sahne der zweiten Bundesliga gehören. Und deswegen Kompliment an Norbert, an Fortuna, an die Mannschaft zum verdienten Sieg. Dankeschön.